nochmal etwas markieren. Also dieses Ergebnis ist jetzt fertig. Damit komme ich zu Rande. Jetzt noch ganz schnell dazu, wie komme ich von Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde und Coulomb, beziehungsweise von Newton pro Coulomb zu Volt pro Meter. Wie kann ich das machen? Also die Frage ist Umwandlung, also wie umwandeln. Wie umwandeln? Newton pro Coulomb soll werden Volt pro Meter. Das geht eigentlich über einen kleinen Umweg. Und jetzt wird etwas getrickst. Und das werde ich ganz kleinen Moment. Und das werde ich ganz einfach nochmal so vorführen. Wir machen das über einen kleinen Umweg. Und zwar ein Volt pro Meter. Fangen wir mal so an. 1 Volt pro Meter. Könnte ich auch ausdrücken, Volt? Ich erweitere einfach dieses 1 Volt pro Meter mit Ampere. Also mal Ampere, mal Ampere. Dann wird aus diesem Ausdruck hier, kann ich auch sagen, das klingt jetzt lustig, Watt. Also ich kann sagen, das ist Watt. Wie gesagt, ich finde das lustig, mit Einheiten so umzugehen. 1 Watt pro Meter und Ampere. 1 Watt pro Meter und Ampere. Gut, machen wir es anders. 1 Watt. 1 Watt. Könnte ich auch umwandeln. Ich schreibe das erstmal schnell so. Hier unten schreibe ich Meter mal Ampere ab. Und jetzt kommen wir zu dem Watt. Ich mache das wieder in hellblau. 1 Watt ist gleich 1 Joule pro Sekunde. Pro Sekunde gehört wieder unter den Bruchstrich. 1 Joule pro Sekunde. Vielleicht können wir das ja noch ein bisschen umwandeln. Gut, probieren wir das. 1 Joule, 1 Joule. Wenn ich jetzt wieder in den Formelsammlungen nachgucke. Es geht um Arbeit und Leistung. Da kann man das ganz leicht finden. Mechanische Leistung, allgemeine Leistung, elektrische Leistung. Oder Arbeit und so weiter. Dann sage ich, Moment mal. 1 Watt. 1 Joule pro Sekunde. Oh, 1 Joule pro Sekunde. Das kann ich mir doch anders vorstellen. Ich könnte doch schreiben, 1. Hier unten lasse ich wieder das. Ampere und Meter. Und die Sekunde, die schreibe ich jetzt mittlerweile dazu. Kleinen Moment. Ich werde unterbrochen durch Anruf. Weiter. Ich hatte mir also überlegt, 1 Watt ist 1 Joule pro Sekunde. Gut. Die Meter pro, die Meter und Ampere, die lasse ich hier unten stehen. Und jetzt schreibe ich hier meine Sekunde ab. Und jetzt mache ich aus dem Joule in anderer Farbe, mache ich aus dem Joule, was ich noch finden kann in den Formelsammlungen, und zwar Newtonmeter. Newtonmeter. So. Jetzt gucken wir uns die ganze Einheitengeschichte an und sagen, aha, Moment, die Meter, die kürzen sich direkt aus den Einheiten heraus. Hier steht Newton pro Ampere Sekunden und Sekunde, das heißt Newton pro Coulomb. Umgekehrt kann ich auch sagen, 1 Volt pro Meter ist 1 Newton pro Ampere und Sekunde oder 1 Newton pro Coulomb. Wie kann man es rückwärts machen? Rückwärts geht es eigentlich ganz genauso. Wir schauen uns das mal so an, also diese ganze Geschichte jetzt mal rückwärts verfolgt. Ich hatte ja versprochen, ich wollte 1 Newton pro Coulomb in Volt pro Meter umwandeln, also fangen wir damit an. 1 Newton pro Coulomb. Ich schreibe 1 Newton. 1 Newton kann ich nicht anders schreiben. Versuchen wir es mal etwas verrückter.
Ich lasse jetzt in Zukunft mal die 1 weg. Newt aus Newton. Hier mache ich Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Hier unten lasse ich das Coulomb stehen. Man sieht, wenn ich jetzt diesen Weg gehe und hier aus Coulomb wieder Ampere-Sekunde mache, also ich mache das jetzt mal, Ampere und Sekunde, dann komme ich wieder hier oben in diese Geschichte. Also das wäre die eine Variante. Das hilft mir so nicht weiter, aber das schadet nicht, wenn ich so hinschreibe. Wenn ich es einfach hingeschrieben habe und merke, ach naja, ich wollte eigentlich auf Volt pro Meter kommen. Nee, dann hilft mir das so nicht. Dann mache ich anders weiter. Also ich nehme jetzt die letzten Schritte nochmal weg. Wenn man sich da verhaut, dann lässt man so stehen oder streicht es einfach durch und geht einen anderen Weg. Wir wollten ja auf Volt pro Meter kommen. Na gut. Dann schreiben wir es anders. Ein Newton. Newton und das Ganze durch Coulomb geteilt. Dann können wir das doch einfach mal, wenn ich Meter unterm Bruchstrich haben möchte, einfach mit Meter erweitern. Mal sehen, was dann passiert. Wenn ich das also so erweitere, dann kann ich sagen, ein Newtonmeter. Oh, Newtonmeter kenne ich. Newtonmeter. Das hier ergibt ja wieder. Tja, was ergibt es? Ich gehe den Umweg über Joule. Nehmen wir mal an, ich kenne mich nicht aus. Und sage, gut, dann ist das hier oben ein Joule. Weiter. Pro Coulomb und Meter. Ein Joule pro Coulomb und Meter. Das Coulomb, das gefällt mir immer noch nicht. Jetzt muss ich auf das Coulomb nochmal eingehen. Weil auch mit Joule komme ich noch nicht weiter. Aber ich könnte. Na gut, machen wir das gleich. Ich mache aus Coulomb jetzt. Oh ne, das gefällt mir so nicht. Ich bin wieder in der anderen Farbe. Also, hier habe ich das alte Meter. Hier oben habe ich das Joule. Damit werde ich mich gleich beschäftigen. Und aus diesem Coulomb wollte ich Ampere und Sekunde machen. Jetzt kann ich wieder Folgendes betrachten. Jetzt mache ich es wieder. Jetzt mache ich es mal in grün. Joule pro Sekunde. Joule pro Sekunde. Ich schaue wieder in meiner Formelsammlung nach. Joule pro Sekunde. Da könnte man ja was anderes draus machen. Und wenn ich dann richtig nachgeschaut habe, dann ist Joule pro Sekunde ja nichts anderes als Watt. Aha. Weiter geht's. Ich schreibe statt Joule pro Sekunde Watt teile durch mein altes Ampere und Meter. Nochmal zu dem Zusammenhang. Ich habe aus dem grünen Joule pro Sekunde Watt gemacht und demzufolge fällt das jetzt hier unten weg. Und wenn ich jetzt aus Watt, ich bleibe mal in grün, wenn ich jetzt, hier unten steht Ampere und Meter, wenn ich jetzt aus Watt Volt mal Ampere mache, auch das erfährt man daraus, dann kann ich jetzt kürzen und siehe da, ich habe aus Watt Volt pro Ampere gemacht. Die Amperes kürzen sich demzufolge. Und was bleibt übrig? Genau das, was ich haben wollte, nämlich Volt pro Meter. So kann man mit Einheiten jonglieren. Fassen wir das nochmal schnell zusammen. Das heißt, der Weg, den ich hier beschrieben habe, bedeutet Einheiten. Und zwar SI-Einheiten. So lange ersetzen. Und das ist der Hauptspruch, bis die gewünschte Einheit herauskommt. Bis gewünschte Einheit herauskommt. Das ist letzten Endes die Quintessenz dieses Videos. Man kann also wirklich ganz wunderbar damit rechnen, mit den SI-Einheiten. Rechnen, wirklich rechnen insofern, dass man sagt, eine physikalische Größe
wird bestimmt durch eine Zahl, entspricht also einer Zahl, einem quantitativen Ausdruck, multipliziert mit einer Einheit, mit einer entsprechenden Einheit. Nur als Beispiel, was ich gerne auch im Unterricht immer wieder sage, ist, wenn ich sage 1,02, ja, was bedeutet das? 1,02 Meter, 1,02 Euro, 1,02 Kilogramm oder nur Gramm oder was auch immer. Mit der Zahl alleine kann man nichts anfangen, die Einheit ist wichtig. Und das ist das Schöne an den SI-Einheiten, man kann sie alle so lange ineinander umrechnen, bis was Gewünschtes herauskommt. Noch ein kleiner Ausblick. Ich werde noch mehr mit solchen, sagen wir mal, Einheiten, Jongliereien herumprobieren und noch demonstrieren, dass dahinter auch sehr viel, sagen wir mal, eine Einheit ist ja eine qualitative Geschichte, sehr viel an Durchblick für die Qualität einer physikalischen Größe herauskommt und wie man diese physikalische Größe berechnet. Das schon mal als Ausblick, aber jetzt mache ich erstmal Schluss an der Stelle.